Leonardo da Vinci. Ein noch junger Mann am Anfang seines Ruhmes. Er ist der Inbegriff des Genies. Und doch liegt sein ganzes Leben in rätselhaftem Dunkel. Um die Wirklichkeit zu verstehen, entdeckt er die Anatomie des menschlichen Körpers. Er bricht alle Tabus seiner Zeit. Seine Geheimnisse zeichnet er auf, in seltsamer Schrift, auf tausenden von Seiten. Verbirgt er darin seine Geheimnisse? Leonardo da Vinci schafft das berühmteste Gemälde der Welt. Jeder kennt seine Mona Lisa und ihr geheimnisvolles Lächeln. Wer war sie wirklich? Hat er uns einen verborgenen Code hinterlassen? Frankreich, Schloss Clos Lucé im Tal der Loire, Jahrzehnte später. Am 10. Oktober 1516 sind vor dem Herrenhaus des französischen Königs der Kardinal von Aragon und sein Sekretär auf dem Weg zum größten Wunder ihrer Zeit. Wir gingen dorthin, um Meister Leonardo aus Florenz zu treffen, wird der Sekretär später in sein Tagebuch notieren. Der berühmte Mann empfängt sie freundlich. Den Besuchern scheint er vor der Zeit gealtert. Er ist krank und schwach, aber ungebrochen im Geist. Noch einmal wird er den überraschten Gästen sein berühmtestes Gemälde zeigen, die Mona Lisa. Nie hat er dieses Bild mit seiner rätselhaften Figur aus der Hand gegeben. Auf all seinen Reisen hat er es stets mit sich geführt. Das Werk eines Meisters, der schon damals Legende ist. Der Kardinal von Aragon ist tief beeindruckt. Dann führt der Meister seinen größten Schatz vor. Der Mann, der sein Leben in Dunkel gehüllt hat, öffnet seine Notizbücher. Seite um Seite voller Wunder. Die Besucher können kaum glauben, was doch deutlich vor ihren Augen liegt. Tausende Blätter, angefüllt mit Skizzen von Maschinen, Gebäuden und der Natur. Hat Leonardo wirklich alle diese Dinge gesehen und konstruiert? Vögel wie im Flug gezeichnet. Und Landschaften, die real zu sein scheinen. Diese Aufzeichnungen bilden eine ganze Welt, die Welt eines Genies. Die einzigartigen Handschriften des Leonardo da Vinci. Nur zwei Jahre später schließt er seine Augen für immer. Werden seine Geheimnisse mit ihm verloren gehen? Mailand, 500 Jahre später. Professor Bernd Röck ist Historiker und Spezialist für die Geschichte jener lang vergangenen Zeit. Er widmet sich seit Jahren intensiv dem Rätsel Leonardo. Er folgt den Spuren, die das Genie an diesem Ort Jahrhunderte zuvor hinterlassen hat. Seine Suche führt ihn in die berühmte Bibliotheca Ambrosiana, gegründet nur wenige Jahrzehnte nach Leonardos Tod. Dort sind die Wunder des Meisters bis heute erhalten. Professor Röck wird freundlich begrüßt. Dann führt man ihn in den Lesesaal. Er nimmt dort Einsicht in die Blätter aus Leonardos Manuskripten. Was er darin vorfindet, fasziniert ihn. Die Handschrift Leonardo da Vincis auf tausenden von dicht bedeckten Blättern. Wird man sie entschlüsseln können? Werden Sie einen Hinweis geben auf das wahre Leben des Genies? Vielleicht ist Leonardo der Renaissance-Künstler, von dem wir am meisten Schriftlichkeiten überliefert haben. Es sind je nach Zählweise vielleicht 6, 7 oder gar 8.000 Blätter, 4.000 Zeichnungen.
Und obwohl wir sehr viele Texte von ihnen haben, Aufzeichnungen, die von allen möglichen Gegenständen bis zu anatomischen Zeichnungen, von Alltagsbeobachtungen bis zu kleinen Geschichten und Rätselzeichnungen reichen. Obwohl wir sehr, sehr viel von ihm überliefert haben, ist er trotzdem einer der geheimnisvollsten Menschen der frühen Neuzeit. Auf den Straßen der Städte Norditaliens ist um das Jahr 1480 Leonardo da Vinci eine auffällige Erscheinung. Er liebt es, sich gut zu kleiden. Er sei gut aussehend gewesen, berichten seine Zeitgenossen. Und so stark, dass er ein Hufeisen mit den Händen biegen konnte. Die Städte Norditaliens sind zu dieser Zeit die Zentren der modernen Welt und das ideale Feld für einen scharfen Beobachter wie Leonardo da Vinci. Wie eine menschliche Kamera erfasst er alles, was um ihn geschieht. Er will die Wirklichkeit ganz und gar verstehen. Was er mit den Augen erkennt, das hält er mit den Händen fest in jedem Detail. Nie sieht man ihn auf den Straßen ohne ein Notizbuch. Dort trägt er alles ein, seine Beobachtungen, die Menschen, die er sieht, seine Ideen und Einfälle. Leonardo da Vinci ist der wissbegierigste Mensch, der je gelebt hat. Und er ist in der Lage, alles aufzuzeichnen, was er sieht. Tja, also so könnte eines der Quaderni, der Hefte von Leonardo da Vinci ausgesehen haben. Wir stellen uns vor, dass er damit spazieren ging, dass er das bei sich hatte, wenn er durch die Stadt oder auch durch die Natur streifte. Leonardo hätte sicher sehr gerne eine Kamera, ein Polaroid oder noch besser eine elektronische Kamera besessen, hätte es damals diese Dinge schon gegeben. Das hätte ihm seine Arbeit natürlich sehr erleichtert. Aber es sind einige dieser Quaderni erhalten, die uns nun einen Einblick geben in die Werkstatt von Leonardos Denken. In Italien folgt Professor Röck den Wegen Leonardo da Vincis. Sie führen ihn nach Florenz, ins Zentrum der Renaissance und in die Heimat des Genies. Irgendwo in diesem Straßengewirr hat Leonardo vor mehr als 500 Jahren gearbeitet und gelebt. Vor Ort will Professor Röck noch einmal die Stationen von Leonardos Leben besuchen. Das malerische Florenz ist jener einzigartige Ort, ohne den die Karriere des Genies nicht denkbar gewesen wäre. Die erste Großstadt, die Leonardo sehen wird. Das ist Florenz, wo die Kultur der Renaissance ihren Anfang hat. Im 15. Jahrhundert herrscht hier ein kreatives Treibhausklima. Es gibt mehr Goldschmiede als Bäcker. Maler und Bildhauer liefern sich eine harte Konkurrenz um die lukrativsten, bestbezahlten Aufträge. Und vor allem versuchen sie voneinander zu lernen und einander zu übertreffen und schaffen so das, was als Kultur der Renaissance Weltberühmtheit erlangt hat. Wenn Leonardo da Vinci von den Straßen der Stadt in sein Atelier zurückkehrt, trägt er seine Beobachtungen, Zeichnungen und Notizen bei sich. Mühsam versucht er, seine vielen Gedanken zu ordnen. Alles scheint ihn zu interessieren. Dimmi, schreibt er immer wieder, sage mir, wie es funktioniert. Sorgsam überträgt er seine flüchtigen Skizzen in große Manuskripte. Satz um Satz, Frage um Frage schreibt er seine Beobachtungen auf tausenden von Seiten, in endlosen Details. Der Wunsch zu lernen, schreibt er, sei allen edlen Menschen angeboren. Den Abdrücken, die Leonardo bei seiner Arbeit auf dem Papier hinterlässt, folgt in Mittelitalien an der Universität von Chieti Professor Luigi Capasso, ein Spezialist für historische Anthropologie. Seit Jahren fahndet er nach dem Menschen Leonardo da Vinci. Auf tausenden von erhaltenen Manuskriptseiten
hat Professor Capasso nach Fingerabdrücken des Genies gesucht. Nach jahrelanger Arbeit ein positives Ergebnis. Capasso hat 200 Fingerabdrücke ein und derselben Person auf vielen Seiten der untersuchten Manuskripte gefunden. Der Fingerabdruck des Meisters. Viele Personen haben über Jahrhunderte hinweg diese Seiten angefasst. Und wir mussten die wahren Fingerabdrücke Leonardos davon unterscheiden. Hier haben wir einen Fingerabdruck, der beim Schreiben entstanden ist. Die Tinte tropfte und er hat sie instinktiv so abgewischt. Vermutlich genau so. Dieser Abdruck wurde von Leonardo selbst hinterlassen. Ein erster Einblick ins reale Leben des Genies. Leonardo arbeitet von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht, auch in seinem Atelier zwischen Mahlzeiten und den Fragen seiner Schüler. Ich muss aufhören zu schreiben, notiert er einmal, weil die Suppe kalt wird. Aber immer wieder kehrt er an seine Schriften zurück, liest, überlegt, kommentiert. Und wenn er die Seiten anfasst, hinterlässt er verräterische Zeichen. Leonardo hat beim Umblättern Fingerabdrücke hinterlassen, am Seitenrand. Diese Fingerabdrücke verraten heute, was Leonardo damals tat, als er diese Blätter berührte. Wir sehen eine ganze Reihe von Spuren, die Leonardo hinterlassen hat. Es sind Reste von Dingen, die er berührt hatte. Zum Beispiel Fett, das er vom Essen an den Händen hatte und das dann ins Papier eindrang. Also, es gibt eine ganze Reihe von Informationen, die uns eine Reise in seine persönliche Vergangenheit ermöglichen. Leonardos Fingerabdruck ist eine erste biologische Spur des Genies. Sie führt uns zu den Anfängen seines Lebens. Sommer 1451. Eine schicksalhafte Begegnung zweier junger Menschen. Leonardos Mutter ist ein Bauernmädchen. Sein Vater der Nachkomme einer Dynastie von Notaren. Leonardo wird ihr unehelicher Sohn. Nach seiner Geburt wächst er im Haushalt seines Vaters auf. Ob er seine Mutter je wiedergesehen hat, ist bis heute unbekannt. Leonardo war also das Ergebnis einer flüchtigen Liebesbeziehung zwischen Ser Piero di Antonio, einem Notar, und einem Bauernmädchen, Katharina. Das war im 15. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. Man heiratete nach ökonomischen oder nach sozialen Gesichtspunkten, versuchte sich zu vernetzen. Die Liebe hatte ihren Platz daneben und anderswo, im Geheimen, in der Stille. Der kleine Ort Vinci, damals 1 bis 2 Tagesreisen von Florenz entfernt, wird Leonardos Heimat und gibt ihm seinen Namen. In der idyllischen Umgebung des Ortes sucht Professor Röck nach weiteren Hinweisen. Wo Leonardo geboren wurde, also in genau welchem Haus, das wissen wir nicht, aber dass er hier aus dieser Gegend stammt und dass er hier seine Jugend verlebt hat, seine Kindheit, das ist sicher. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Leonardo ein wenig kennenlernen will, dass man nicht erst in die großen Museen geht, in den Louvre oder in die Uffizien, sondern dass man ein wenig dieses Land kennenzulernen versucht, in dem er aufgewachsen ist. Die Welt der Natur prägt den Jungen aus Vinci früh in ihrem ganzen Reichtum. Leonardo erfährt keine klassische Bildung, aber er lernt es genau zu beobachten. Besonders das Wasser scheint auf ihn eine nie endende Faszination auszuüben. Immer wieder wird er sich später in seinen Manuskripten mit Wasser, mit seiner Bewegung, seiner Schönheit und Gewalt beschäftigen. Leonardo zeigt früh seine künstlerische Begabung. Als Vorbild hat er nur die bescheidene Pracht der ländlichen Kirchen. Aber bald wird ihm im nahen Florenz
die ganze Welt der Kunst offenstehen. Ein Genie betritt seine Bühne. Wer etwas werden wollte in dieser ganz interessanten toskanischen Welt des 15. Jahrhunderts, der musste eben nur eines sagen: Auf nach Florenz. Florenz, eingebettet in grüne Hügel und beherrscht von der gewaltigen Domkuppel, ist damals eines der Zentren der modernen Welt. Dicht gedrängt auf engstem Raum leben dort 80.000 Menschen. Noch heute kommen die Touristen aus aller Welt, um diese Stadt zu sehen. Sie bestaunen die Kunstwerke aus Leonardos Zeit, die Florenz so einzigartig machen. Unzählige Monumente erinnern an eine glorreiche Vergangenheit. In der reich geschmückten Altstadt sucht Professor Röck ein ganz besonderes Gebäude. In diesem Haus, so heißt es, unterhielt Leonardos Vater sein Notariat. Von hier aus hat Ser Pietro seinen unehelichen Sohn nach besten Kräften gefördert und ihm eine Lehrstelle vermittelt. Durch diese Straßen muss der junge Leonardo zur Arbeit gelaufen sein. Und er muss, so wie wir, die Schätze der Stadt bewundert haben, die Bauwerke und die reich geschmückten Reliefs des Baptisteriums. In Florenz herrscht damals Aufbruchstimmung. Ideal für einen begabten Jungen, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Im Atelier des berühmten Meisters Verrocchio lernt er das Künstlerhandwerk. Wie man Farben anrührt, welche Farbstoffe man dazu benutzt, alle Fähigkeiten, die ein Künstler seiner Zeit besitzen muss. Der Junge aus Vinci lernt schnell. Schon nach wenigen Jahren, so heißt es, habe er so gut gemalt, dass sein Lehrmeister die Malerei aufgegeben habe. Die Züge des Genies werden sichtbar. Das erste große Gemälde des jungen Leonardo wird einen Engel mit den Flügeln eines Vogels zeigen, Ausdruck seiner Naturverbundenheit und ein Frevel gegen die Kirche seiner Zeit. Ein einzigartiges Talent hat sich gefunden. Von nun an wird Leonardo ohne Rücksichten seinen unendlich vielen Interessen nachgehen. Mit dem Rätsel seiner Kreativität beschäftigt sich der Mediziner und Psychotherapeut Professor Rainer Holm-Hadulla. Was macht den jungen Mann aus Vinci so einzigartig? Also aus der Sicht der modernen Kreativitätsforschung fällt auf, dass die Talente unglaublich breit gestreut sind. Goethe konnte auch ein bisschen zeichnen, Einstein passabel Geige spielen, aber es findet sich, soweit ich sehe, nirgendwo eine Persönlichkeit, die so vielerlei Talent im Sinne einer Spitzenbegabung hat, musikalisch, zeichnerisch, architektonisch, naturwissenschaftlich, räumliches Vorstellungsvermögen, natürlich auch sein malerisches Talent. Das scheint mir sehr einzigartig zu sein. Ein einzigartiges Genie, das ein Leben im Schatten führt. Nie hat Leonardo da Vinci auf den tausenden Seiten seiner Schriften über heimliche Wünsche, Glück und Unglück gesprochen. Will er sich vor Verfolgung schützen? 1476. Im Schutze der Nacht wird in Florenz ein anonymer Denunziant Leonardo bei den Stadtbehörden anzeigen. Seine Anzeige nennt Leonardo als Freund und Kunden eines jungen Homosexuellen. Ein damals lebensgefährlicher Vorwurf mit oft tödlichen Konsequenzen.
Warum Leonardo denunziert wurde, wissen wir nicht. Und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Es mag sein, dass Konkurrenzneid hinter der Anzeige stand. Sicher ist, dass Leonardo nicht allein war. Es gibt in Florenz des 15. Jahrhunderts tausende von Anzeigen dieser Art. Und die Strafen, die zu erwarten waren, reichten von Geldstrafen bis zum Scheiterhaufen. Davon gibt es auch einige Fälle im Italien des 15. Jahrhunderts. Immer wieder gibt es Gerüchte um das Verhältnis Leonardos zu seinen Schülern. In seinem Atelier umgibt er sich mit schönen jungen Männern. Vor allem sein Lieblingsschüler Salai scheint ihn zu faszinieren, obwohl er ihn in seinen Aufzeichnungen doch als Nichtsnutz bezeichnet. Ist Leonardo homosexuell? Oder sieht er in dem Knaben nur einen Spiegel seiner eigenen Jugend? Leonardo heiratet nie. Frauen scheinen ihn nicht zu interessieren. Wird ihn die eigenartige Beziehung zu seinem Schüler das Leben kosten? Und das Glück? Die Affären, in die er verwickelt wurde, hatten für ihn keine nachteiligen Folgen, soweit wir wissen. Abgesehen davon war Leonardo als Künstler viel zu begehrt und viel zu berühmt, als dass man ihn wegen einer solchen Geschichte verfolgt hätte. In Florenz ist ein Mann auf der Suche nach dem Ort all dieser Geschehnisse. Der Historiker Roberto Manescalchi glaubt, ein jahrhundertealtes Rätsel gelöst zu haben. Jahrelang hat er die Pläne des Klosters Santissima Annunziata gründlich studiert. Er ist sich sicher, irgendwo in diesem gigantischen Gebäude hat Leonardo während seines Aufenthaltes in Florenz mit seinen Schülern gearbeitet. Manescalchi geht noch einmal auf das Dach des heutigen Militärgeografischen Instituts. Von dort sieht er auf das Klostergebäude nebenan, mitten in Florenz. Er ist davon überzeugt, hinter diesen Fenstern lag das Atelier von Leonardo da Vinci 500 Jahre zuvor. Es müssen große Räume gewesen sein, denn stets hat er mehrere Schüler um sich. Er kann und will nicht alle Aufträge alleine ausführen. Leonardo selbst beginnt nur wenige Werke. Oft arbeitet er an einem einzigen Auftrag viele Jahre lang, um ihn dann doch nicht fertigzustellen. Seine Schüler verehren ihn, aber sie werden ihm niemals gleichkommen. Roberto Manescalchi will im heute noch erhaltenen Kloster nach den Spuren von Leonardo und seinen Schülern suchen. Er geht zu einem lange vergessenen Trakt. Leonardo da Vinci, berichtet er, habe hier gewohnt und gearbeitet, um für die Mönche ein Gemälde anzufertigen. Bei Renovierungsarbeiten haben Manescalchi und seine Kollegen die Reste eines Wandgemäldes entdeckt. Er ist davon überzeugt, diese Spuren wurden von Leonardos Schülern hinterlassen und sie weisen den Weg zu seinem Atelier. Das war der Eingang. Dort betrat Leonardo das Kloster, während er ein Jahr in diesen Räumen lebte. Und in dieser Wand, genau hier, war die Tür zu seinem Atelier. Immer wieder geht damals Leonardo da Vinci in den kühlen Nachtstunden durch diese Tür. Hat er an diesem Ort, im Schoße der Kirche, gefährliche Versuche durchgeführt? In einer Zeit, als viele Menschen die Geister und Dämonen der Dunkelheit fürchten, führt sein nächtlicher Weg steile Treppen hinab in die dunklen Keller. Dort will er sich den verbotenen Wahrheiten der Natur widmen. Leonardo da Vinci, der rätselhafte Mann, seziert die Leichen von Menschen, die erst wenige Stunden zuvor gestorben sind. Nur so, sagt er, könne der Künstler den menschlichen Körper verstehen, die Grundlage seiner Arbeit. Leonardo da Vinci überschreitet auch dieses letzte Tabu.
in den Augen seiner Mitmenschen ein schwerer Frevel gegen Gott und seine Natur. Jahrzehnte später wird er dem überraschten Kardinal von Aragon erzählen, er habe mehr als 30 Leichen seziert. Es sei eine grauenhafte Arbeit gewesen, die wenige ertrügen. Die Ergebnisse der Untersuchungen aber habe er gewissenhaft in seinen Manuskripten festgehalten, um nichts zu vergessen und sein Wissen immer bei sich zu haben. Als der Kardinal genauer auf die Manuskripte blickt, macht er eine eigenartige Beobachtung. Die Blätter sind dicht mit Text bedeckt, in fließender Schrift geschrieben, aber selbst bei näherem Hinsehen kann er diese Schriftzeichen nicht lesen. Hat Leonardo sein Wissen verschlüsselt, um sein Geheimnis zu bewahren? Professor Röck hat die Schriften des Meisters aus Vinci gesehen. Er weiß, welche Geheimnisse sie enthalten und welche nicht. Leonardo hat sich nie einer Geheimschrift bedient. Er war Linkshänder und hat in Spiegelschrift geschrieben. Und seine Texte sind, wenn man zum Beispiel einen Spiegel benutzt, relativ leicht zu lesen mit etwas Übung. Leonardo da Vinci schreibt mit der linken Hand, ganz mühelos in Spiegelschrift. Das hilft ihm, seine Zeilen nicht zu verwischen. Wahrscheinlich zeichnet und malt er mit beiden Händen. Man kann ihn nicht mit normalen Maßstäben messen. Aus seinem Wissen will er kein Geheimnis machen, auch wenn er es nur für sich notiert. Wir lernen einen Geist kennen, der wirklich universal war, der sich für alles interessiert hat, der mit ganz wachen Augen durch die Welt ging, die Welt eigentlich aufgeschrieben hat und sie versucht hat, sich selbst auf diese Weise zu erklären. Er nennt sich einen Schüler der Erfahrung. Frühjahr 1482. Leonardo ist 30 Jahre alt. Der Mann aus Vinci reist nach Mailand. Es sind 250 Kilometer durch Kriegsgebiet. Das Land wird in diesen Jahren von den Kämpfen der vielen Stadtstaaten um die Vormacht zerrissen. Es ist eine lebensgefährliche Situation. Ein falsches Wort kann jetzt tödlich sein. Er wolle zum Beherrscher Mailands, erklärt er dem Posten. Mitten im Chaos des Krieges ist Leonardo da Vinci auf dem Weg zu einem neuen Auftraggeber. Ohne Schutz kann man in diesen Zeiten nicht überleben. Nur die mächtigsten Fürsten können sich im Krieg behaupten. Leonardo will das für sich nutzen. In Mailand nimmt Professor Röck die Spuren Leonardos noch einmal auf. Mitten in der Stadt zeugt das gigantische Castello Sforzesco von der Macht vergangener Zeiten. Sein Weg führt ihn in das Innere der Anlage und durch das waffenstarrende Arsenal der alten Burg. Erinnerung daran, mit welchen Mitteln einst die Macht Mailands errungen wurde. Durch diese Räume muss auch Leonardo gegangen sein. Also wir sind hier sozusagen im Herzen der mailändischen Macht, in einem der wenigen noch erhaltenen Räume des alten Castello Sforzesco aus dem späten 15. Jahrhundert, der Sala delle Asse. Es war das große Los, für Mailand arbeiten zu können. Mailand war einer der mächtigsten und einer der reichsten Staaten Europas. Und der Herzog verfügte über weit größere Mittel als viele andere Auftraggeber der damaligen Zeit. Ludovico Sforza ist unumschränkter Herrscher des Stadtstaats Mailand und einer der gefährlichsten Männer Italiens. Leonardo, der vielbegabte Künstler, hat sich ihm als Ingenieur angeboten, eine neue Seite seines Genies. Er legt dem ruchlosen Machtmenschen detaillierte Pläne vor. Der Fürst ruft ihn zu sich. Er habe neuartige Waffensysteme für den Krieg konstruiert.
Katapulte jeder Art, sagt Leonardo. Er wolle für den Fürsten Himmel und Erde in Bewegung setzen, sagt er, um seine Feinde zu vernichten. Ludovico Sforza und seine Berater scheinen interessiert. Bringt dieser Mann den technologischen Vorteil, der sie in ihren vielen Gefechten voranbringen wird? Leonardo beschreibt ihnen in aller Ausführlichkeit, wie er eiserne Kugeln über den feindlichen Reihen explodieren lassen will. Ein tödlicher Hagel aus unzähligen Geschossen, gezeichnet von einem Genie. Am Mailänder Hof wird Leonardo mit seinen Schreckensvisionen freundlich aufgenommen. Die Gnade des Fürsten, Geld und Schutz hat er damit gewonnen. Jetzt ist er endgültig ein Star. So kann er ungestört seinen Ideen nachhängen. Schon lange träumt er davon, fliegen zu können wie ein Vogel. Er habe auf dem Markt gefangene Vögel gekauft, nur um sie freizulassen, berichten die Zeitgenossen. Träumt der Mann aus Vinci davon, selber wie ein Vogel in den Himmel aufzusteigen? Monatelang muss er den Flug der Vögel beobachtet haben, fasziniert wie in Kindertagen. Immer wieder notiert er seine Beobachtungen auf vielen hundert Seiten. Er glaubt, mit Hilfe einer Maschine könne der Mensch den Himmel erobern. Diese Maschine will er konstruieren. Noch kurz vor seinem Tod wird er in der Ferne am französischen Königshof den Besuchern davon berichten. Für sie sind es wohl nur die Fantasien eines kindischen alten Mannes. Aber er widmet sich all seinen kühnen Plänen mit der größten Sorgfalt. Er scheint fest an sich und sein Genie zu glauben. Ich glaube, Leonardo konnte in vielen Bereichen so weit gehen, nicht weil er Konventionen aktiv verletzen wollte, sondern weil er die Aufgabe, die er sich gestellt hat, so in den Vordergrund gestellt hat. Er hat seine Flugkörper gebaut, weil er dieses Rätsel lösen wollte und hat da nicht geachtet, was andere denken und fühlen und meinen. Unter Leonardos Mitarbeitern ist ein Mechaniker, der jahrelang an den Teilen für die Flugmaschinen seines Meisters arbeitet. Immer wieder baut und erprobt er Flügel unter den kritischen Augen Leonardos. Die Gelenke sollen aus starkem Leder sein, sagt er, und die Seile aus zäher Rohseide. Alle Argumente, seine Entwürfe seien nicht zu realisieren, weist der Meister zurück. Immer neue Modelle der Flugmaschine entstehen. Dem Mechaniker scheint es, als wolle der Mann aus Vinci nicht begreifen, dass sie nicht zu realisieren sind. Zu groß seien die wirkenden Kräfte, zu schwer sei die Konstruktion. Sind Leonardos Skizzen, seine zahllosen Zeichnungen nur technische Fantasie, die in der Realität versagt? Seine Flugmaschine wird nie den Boden verlassen. Ist das Genie an der Wirklichkeit gescheitert? Tausende solcher Blätter hat er hinterlassen. Zeugnis einer nie endenden Anstrengung. War sie ganz und gar vergeblich? In Mailand will ein Experte die technischen Fähigkeiten des Mannes aus Vinci prüfen. Jahrelang hat er Bücher, Bilder und Gegenstände aus dem 15. Jahrhundert gesammelt, um sich in Leonardos Welt einfühlen zu können. Der Designer Mario Taddei ist überzeugt, Leonardos Erfindungen haben zum größten Teil funktioniert. In seinen Zeichnungen habe der Mann aus Vinci Details verborgen, deren wahren Zweck bis heute niemand kenne.
Taddei hat alle Skizzen Leonardos in modernste Computerprogramme eingespeist. Aber noch hat er sein Ziel nicht erreicht. Zu viele rätselhafte Einzelheiten, die keinen Sinn ergeben. Immer wieder nimmt er die originalen Blätter des Genies zur Hand. Sind diese technischen Zeichnungen verschlüsselt? Ich glaube nicht, dass es ein geheimer Code ist. Leonardo machte das nicht mit Absicht. Es waren seine persönlichen Aufzeichnungen, seine Gedanken, die er schnell mit der Hand notierte. Darin muss man den wahren Leonardo wiederentdecken. Im Studio der Gruppe Leonardo 3 hat Mario Taddei in jahrelanger Arbeit alle technischen Zeichnungen des Meisters miteinander vernetzt. So erkennt er im scheinbaren Chaos ihren verborgenen Zusammenhang, der 500 Jahre lang vergessen war. Für ihn zeichnet sich ein Muster ab. Es sind oft kleine Elemente, die Leonardo quasi nur hingekritzelt hat. Aber das Unglaubliche ist, dass er uns damit Hinweise gibt, wie man aus ihnen eine bisher unbekannte Maschine baut. In der Computerrekonstruktion setzt Taddei aus den rätselhaften Einzelteilen einen komplexen Mechanismus zusammen. Zur Sicherheit baut er alle Elemente seines Modells noch einmal aus Holz nach, einem Material, das Leonardo damals zur Verfügung stand. Wird sein Mechanismus funktionieren? Tatsächlich. Die Rekonstruktion zeigt ein Wunderwerk. Ein Roboter, 500 Jahre vor unserer Zeit. Ein komplizierter mechanischer Löwe in voller Größe, von Leonardo entworfen für die Feste seiner Gönner. Bekanntlich hat er ja nicht nur erfunden und gemalt und Projekte ersonnen, er war auch so etwas wie ein Festintendant. Die großen Hoffeste in Mailand sind ja mit seinem Namen verbunden. Er hat dafür Apparaturen ersonnen. Er muss sich betätigt haben wie ein Theaterregisseur. Die Fürsten Italiens führen einen steten Kampf um Vorherrschaft. Auf ihren Festen inszenieren sie Pracht und Schönheit als Beweis ihrer Macht. Leonardo singt dabei zur Laute, trägt Gedichte und Scherze vor. Man schätzt ihn hoch an den Fürstenhöfen. Sein Ruf verbreitet sich durch ganz Europa. Alle Welt spricht von seinem einzigartigen Genie, von seinen vielen Begabungen, von den Erfindungen, die er gemacht hat. Leonardo da Vinci wird zur lebenden Legende. Er ist ein Mann, der alle unterhält und alle beeindruckt, die ihn je getroffen haben. Das Hofleben scheint ihm zu gefallen. Hier hatte er die Freiheit zu arbeiten für große Auftraggeber. Hier war vergleichsweise viel Geld vorhanden. Er konnte so viele Gesellen beschäftigen, wie er wollte. Er war mit einem Wort frei und konnte seine Ideen in Übereinstimmung mit den Auftraggebern verwirklichen. Viele Jahre lang widmet sich Leonardo da Vinci dem bekanntesten seiner Gemälde. Seine Mona Lisa ist ein Meisterwerk, das niemals fertig wird. Bis zu seinem Lebensende, im Dienst des Königs von Frankreich, bewahrt er es bei sich auf. Nur wenigen Besuchern führt er es stolz vor. Hat dieses Bild eine besondere, unsichtbare Bedeutung? Verbirgt sich darin ein geheimer Sinn, den nur der Meister kennt und den er niemals verrät? In Heidelberg sind Wissenschaftler seinem Geheimnis auf der Spur. Im Tresorraum der Universitätsbibliothek haben sie ein Dokument entdeckt, das vielleicht endgültig das Rätsel der Mona Lisa löst. Nach langer Suche haben die Forscher nun die Antwort in der Hand. Wird ihre Arbeit letzte Klarheit in einer wichtigen Frage schaffen können?
Gespannt öffnen die Experten den Archivkarton. Darin verbirgt sich eine seltene Druckschrift aus der Zeit der Mona Lisa. Die Mona Lisa ist eines der rätselhaftesten Kunstwerke Europas oder der Welt. Rätselhaft ist vor allen Dingen, wen sie denn darstellt. Wen zeigt dieses Gemälde, an dem das Genie jahrelang gearbeitet hat? Hat er eine besondere Beziehung zu diesem Bild? Wollte Leonardo da Vinci eine geheimnisvolle Frau oder sogar einen Jüngling damit unsterblich machen? In diesem Buch, gedruckt vor über 500 Jahren in Italien, hat im Oktober 1503 ein bekannter Leonardos aus Florenz eine handschriftliche Notiz hinterlassen. Leonardo habe in diesem Monat begonnen, das Porträt einer Kaufmannsgattin zu malen. Ut enim caput Lise del Giocondo. Ihr Name Lisa del Giocondo. Damit ist die Frage der Identität, wer denn auf dem Gemälde Mona Lisa dargestellt sei, aus meiner Sicht für alle Zukunft gelöst. Die Besucher des Meisters haben das wirkliche Geheimnis dieses einzigartigen Bildes erkannt. Es ist die unendliche Mühe und Sorgfalt des Malers. Leonardo hat all sein Können in dieses Bild gelegt. Das Rätsel, das sich darin verbirgt, ist das Rätsel seines Genies. Ich persönlich denke, dass hier unsere Fragen auch ein Ende haben. Leonardo ist ein ganz außergewöhnliches Individuum an der Zeitenwende. Eine janusköpfige Gestalt, er schaut zurück ins Mittelalter und er blickt manchmal weit hinaus in die Zukunft. Und entzieht sich so einer Beschreibung mit normalen Maßstäben. Man sollte nicht glauben, dass man ihm zu nahe kommen kann. Der Welt hat er seine Gedanken hinterlassen. Leonardo stirbt im Frühjahr 1519. Ecker, Maler und Bildhauer liefern sich eine harte Konkurrenz um die lukrativsten, bestbezahlten Aufträge. Und vor allem versuchen sie voneinander zu lernen und einander zu übertreffen und schaffen so das, was als Kultur der Renaissance Weltberühmtheit erlangt hat. Wenn Leonardo da Vinci von den Straßen der Stadt in sein Atelier zurückkehrt, trägt er seine Beobachtungen, Zeichnungen und Notizen bei sich. Mühsam versucht er, seine vielen Gedanken zu ordnen. Alles scheint ihn zu interessieren. Dimmi, schreibt er immer wieder, sage mir, wie es funktioniert. Sorgsam überträgt er seine flüchtigen Skizzen in große Manuskripte. Satz um Satz, Frage um Frage schreibt er seine Beobachtungen auf tausenden von Seiten, in endlosen Details. Der Wunsch zu lernen, schreibt er, sei allen edlen Menschen angeboren. Den Abdrücken, die Leonardo bei seiner Arbeit auf dem Papier hinterlässt, folgt in Mittelitalien an der Universität von Chieti Professor Luigi Capasso, ein Spezialist für historische Anthropologie. Seit Jahren fahndet er nach dem Menschen Leonardo da Vinci. Auf tausenden von erhaltenen Manuskriptseiten hat Professor Capasso nach Fingerabdrücken des Genies gesucht. Nach jahrelanger Arbeit ein positives Ergebnis. Capasso hat 200 Fingerabdrücke ein und derselben Person auf vielen Seiten der untersuchten Manuskripte gefunden. Der Fingerabdruck des Meisters. Viele Personen haben über Jahrhunderte hinweg diese Seiten angefasst. Und wir mussten die wahren Fingerabdrücke Leonardos davon unterscheiden. Hier haben wir einen Fingerabdruck, der beim Schreiben entstanden ist. Die Tinte tropfte,
und er hat sie instinktiv so abgewischt. Vermutlich genau so. Dieser Abdruck wurde von Leonardo selbst hinterlassen. Ein erster Einblick ins reale Leben des Genies. Leonardo arbeitet von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht, auch in seinem Atelier zwischen Mahlzeiten und den Fragen seiner Schüler. Ich muss aufhören zu schreiben. Leonardo da Vinci. Ein noch junger Mann am Anfang seines Ruhmes. Er ist der Inbegriff des Genies. Und doch liegt sein ganzes Leben in rätselhaftem Dunkel. Um die Wirklichkeit zu verstehen, entdeckt er die Anatomie des menschlichen Körpers. Er bricht alle Tabus seiner Zeit. Seine Geheimnisse zeichnet er auf, in seltsamer Schrift, auf tausenden von Seiten. Verbirgt er darin seine Geheimnisse? Leonardo da Vinci schafft das berühmteste Gemälde der Welt. Jeder kennt seine Mona Lisa und ihr geheimnisvolles Lächeln. Wer war sie wirklich? Hat er uns einen verborgenen Code hinterlassen? Frankreich, Schloss Clos Lucé im Tal der Loire, Jahrzehnte später. Am 10. Oktober 1516 sind vor dem Herrenhaus des französischen Königs der Kardinal von Aragon und sein Sekretär auf dem Weg zum größten Wunder ihrer Zeit. Wir gingen dorthin, um Meister Leonardo aus Florenz zu treffen, wird der Sekretär später in sein Tagebuch notieren. Der berühmte Mann empfängt sie freundlich. Den Besuchern scheint er vor der Zeit gealtert. Er ist krank und schwach, aber ungebrochen im Geist. Noch einmal wird er den überraschten Gästen sein berühmtestes Gemälde zeigen, die Mona Lisa. Nie hat er dieses Bild mit seiner rätselhaften Figur aus der Hand gegeben. Auf all seinen Reisen hat er es stets mit sich geführt. Das Werk eines Meisters, der schon damals Legende ist. Der Kardinal von Aragon ist tief beeindruckt. Dann führt der Meister seinen größten Schatz vor. Der Mann, der sein Leben in Dunkel gehüllt hat, öffnet seine Notizbücher. Seite um Seite voller Wunder. Die Besucher können kaum glauben, was doch deutlich vor ihren Augen liegt. Notiert er einmal, weil die Suppe kalt wird. Aber immer wieder kehrt er an seine Schriften zurück, liest, überlegt, kommentiert. Und wenn er die Seiten anfasst, hinterlässt er verräterische Zeichen. Leonardo hat beim Umblättern Fingerabdrücke hinterlassen, am Seitenrand. Diese Fingerabdrücke verraten heute, was Leonardo damals tat, als er diese Blätter berührte. Wir sehen eine ganze Reihe von Spuren, die Leonardo hinterlassen hat. Es sind Reste von Dingen, die er berührt hatte. Zum Beispiel Fett, das er vom Essen an den Händen hatte und das dann ins Papier eindrang. Also, es gibt eine ganze Reihe von Informationen, die uns eine Reise in seine persönliche Vergangenheit ermöglichen. Leonardos Fingerabdruck ist eine erste biologische Spur des Genies. Sie führt uns zu den Anfängen seines Lebens. Sommer 1451. Eine schicksalhafte Begegnung zweier junger Menschen. Leonardos Mutter ist ein Bauernmädchen. Sein Vater der Nachkomme einer Dynastie von Notaren. Leonardo wird ihr unehelicher Sohn.
Nach seiner Geburt wächst er im Haushalt seines Vaters auf. Ob er seine Mutter je wiedergesehen hat, ist bis heute unbekannt. Leonardo war also das Ergebnis einer flüchtigen Liebesbeziehung zwischen Ser Piero di Antonio, einem Notar, und einem Bauernmädchen, Katharina. Das war im 15. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. Man heiratete nach ökonomischen oder nach sozialen Gesichtspunkten, versuchte sich zu vernetzen. Die Liebe hatte ihren Platz daneben und anderswo, im Geheimen, in der Stille. Der kleine Ort Vinci, damals 1 bis 2 Tagesreisen von Florenz entfernt, wird Leonardos Heimat und gibt ihm seinen Namen. In der idyllischen Umgebung des Ortes sucht Professor Röck nach weiteren Hinweisen. Wo Leonardo geboren wurde, also in genau welchem Haus, das wissen wir nicht. Aber dass er hier aus dieser Gegend stammt und dass er hier seine Jugend verlebt. Tausende Blätter, angefüllt mit Skizzen von Maschinen, Gebäuden und der Natur. Hat Leonardo wirklich alle diese Dinge gesehen und konstruiert? Vögel wie im Flug gezeichnet. Und Landschaften, die real zu sein scheinen. Diese Aufzeichnungen bilden eine ganze Welt, die Welt eines Genies. Die einzigartigen Handschriften des Leonardo da Vinci. Nur 2 Jahre später schließt er seine Augen für immer. Werden seine Geheimnisse mit ihm verloren gehen? Mailand, 500 Jahre später. Professor Bernd Röck ist Historiker und Spezialist für die Geschichte jener lang vergangenen Zeit. Er widmet sich seit Jahren intensiv dem Rätsel Leonardo. Er folgt den Spuren, die das Genie an diesem Ort Jahrhunderte zuvor hinterlassen hat. Seine Suche führt ihn in die berühmte Bibliotheca Ambrosiana, gegründet nur wenige Jahrzehnte nach Leonardos Tod. Dort sind die Wunder des Meisters bis heute erhalten. Professor Röck wird freundlich begrüßt. Dann führt man ihn in den Lesesaal. Er nimmt dort Einsicht in die Blätter aus Leonardos Manuskripten. Was er darin vorfindet, fasziniert ihn. Die Handschrift Leonardo da Vincis auf tausenden von dicht bedeckten Blättern. Wird man sie entschlüsseln können? Werden sie einen Hinweis geben auf das wahre Leben des Genies? Vielleicht ist Leonardo der Renaissance-Künstler, von dem wir am meisten Schriftlichkeiten überliefert haben. Es sind je nach Zählweise vielleicht 6, 7 oder gar 8000 Blätter, 4000 Zeichnungen. Und obwohl wir sehr viele Texte von ihm haben, Aufzeichnungen, die von allen möglichen Gegenständen bis zu anatomischen Zeichnungen, von Alltagsbeobachtungen bis zu kleinen Geschichten und Rätselzeichnungen reichen. Obwohl wir sehr, sehr viel von ihm überliefert haben, ist er trotzdem einer der geheimnisvollsten Menschen der frühen Neuzeit. Auf den Straßen der Städte Norditaliens ist um das Jahr 1480 Leonardo da Vinci eine auffällige Erscheinung. Er liebt es, sich gut zu kleiden. Er sei gut aussehend gewesen, berichten seine Zeitgenossen. Und so stark, dass er ein Hufeisen mit den Händen biegen konnte. Die Städte Norditaliens sind zu dieser Zeit die Zentren der modernen Welt und das ideale Feld für einen scharfen Beobachter wie Leonardo da Vinci. Wie eine menschliche Kamera erfasst er alles, was um ihn geschieht. Er will die Wirklichkeit ganz und gar verstehen. Was er mit den Augen erkennt, das hält er mit den Händen fest in jedem Detail. Nie sieht man ihn auf den Straßen ohne ein Notizbuch. Dort trägt er alles ein, seine Beobachtungen, die Menschen, die er sieht, seine Ideen und Einfälle. Leonardo da Vinci ist der wissbegierigste Mensch, der je gelebt hat. Und er ist in der Lage, alles aufzuzeichnen, was er sieht.
Tja, also so könnte eines der Quaderni, der Hefte von Leonardo da Vinci ausgesehen haben. Wir stellen uns vor, dass er damit spazieren ging, dass er das bei sich hatte, wenn er durch die Stadt oder auch durch die Natur streifte. Leonardo hätte sicher sehr gerne eine Kamera, ein Polaroid oder noch besser eine elektronische Kamera besessen, hätte es damals diese Dinge schon gegeben. Das hätte ihm seine Arbeit natürlich sehr erleichtert. Aber es sind einige dieser Quaderni erhalten, die uns nun einen Einblick geben in die Werkstatt von Leonardos Denken. In Italien folgt Professor Röck den Wegen Leonardo da Vincis. Sie führen ihn nach Florenz, ins Zentrum der Renaissance und in die Heimat des Genies. Irgendwo in diesem Straßengewirr hat Leonardo vor mehr als 500 Jahren gearbeitet und gelebt. Vor Ort will Professor Röck noch einmal die Stationen von Leonardos Leben besuchen. Das malerische Florenz ist jener einzigartige Ort, ohne den die Karriere des Genies nicht denkbar gewesen wäre. Die erste Großstadt, die Leonardo sehen wird. Das ist Florenz, wo die Kultur der Renaissance ihren Anfang hat. Im 15. Jahrhundert herrscht hier ein kreatives Treibhausklima. Es gibt mehr Goldschmiede als Bäcker.